Nun, Hallöchen, Hallöle. Wollt ihr mich sehen? Was ist Song? Also konntet ihr das herausfinden? Was? Was? Was auch immer. Egal. Und jetzt? Ich bin der ultimative Schlitzer, Genozid Jack. Besser wäre es, wenn ihr mich Jill nennen würdet. Was zur Hölle ist das? Togo, was ist mit dir passiert? Nicht Togo, das ist der Name eines Losers und das hier ist eine gespaltene Persönlichkeit. Ist doch egal, wenn eine dieser Persönlichkeiten ein Serienmörder ist. Der andere kann nichts dafür. Sie ist so intensiv. Intensiver Verstand, intensiver Körper, danke. Sie ist so anders als diejenige, die wir kennengelernt haben. Tja, die Welt besteht aus einer Vorderseite und einer Rückseite, verstehst du? Genau wie alles im Innen eine Innen- und Außenseite hat oder sich in jeder Wahrheit eine Lüge versteckt. Hinter jeder dunklen und düsteren Seele lebt noch eine, die heller als die Sonne scheint. Dies ist der Serienmörder, der mörderische Teufel, Genozid Jack. Das ist mehr als verrückt. Miss Jack, Jill, dürfte ich eine Frage stellen? Was denn? Einige von uns denken, dass Sie eventuell der Drahtzieher seien. Wie stehen Sie dazu, Ma'am? Tja, ich sage, dass ich der Drahtzieher aller Drahtzieher bin. Scherz. Dann ist es nicht wahr? Natürlich nicht. Wie wagst du es, mich mit solch einem Psycho zu verbinden? Und noch etwas. Die Polizei, der Staat und die Gesellschaft in der Außenwelt sind völlig kraftlos. Ich meine, sie lassen einfach eine idiotische, blutrünstige Verrückte unter uns laufen. Klar bin ich eine blutrünstige Verrückte, aber das Leben schmerzt sowieso, richtig? Ich lebe, um zu verletzen. Es ist eine notwendige Übeltat, wenn du überleben möchtest. Das Leben selbst verletzt Menschen. Scherz, schon wieder. Ah. Dies sollte genug sein, um euch zu überzeugen. Dieser Bösewicht ist für Shihiros Tod verantwortlich. Es gibt ein klares Motiv, ohne Zweifel. Ein Motiv? Erinnerst du dich, was Monokuma uns sagte? Wenn niemand in den nächsten 24 Stunden mordet, würde ein Geheimnis aller Studenten entlarvt werden. Wir denken uns, dass Tokos Geheimnis Genozid Jack, der Serienmörder ist. Wenn solch ein Geheimnis ans Licht geraten wäre, wäre Tokos Leben für immer ruiniert gewesen. Deswegen hatte sie ein klares Motiv, solch eine Seite von ihr niemals zu zeigen. Interessant, sehr, sehr, sehr interessant. Aber sorry, obwohl ich es hasse, bin ich nicht der Täter hier. Was? Aber ich kann mir niemanden vorstellen, der in einer solch bizarren Art töten würde. Vielleicht, aber trotzdem sage ich die Wahrheit. Erwartest du wirklich, dass wir dir vertrauen?
Genau, ich könnte niemals einem weiteren Wort von dir glauben, Monster. Vielleicht hat sie da recht, aber etwas beunruhigt mich. Was sie gesagt hat, ich brauche mehr Informationen. Leichenmerkmale. So, aber ich habe keinen umgebracht. Das sagst du, aber wir glauben noch etwas, dass wir dir nicht vertrauen. Wenn du vielleicht ein Alibi hättest, würde sich das Blatt wenden. Oh, ein Alibi. Mord mit einem frühen vergleichen. Merkt man, dass sie übereinstimmen? Nein. Eben nicht. Durchbruch. Sind die Mordmethoden wirklich die gleichen? Das bezweifle ich. Ich glaube nicht, dass es einen kleinen Unterschied zwischen den Genozid-Jack-Fällen und diesem gibt. Hä, inwiefern? Oh, wusstest du nicht, mein Wuschelkopf? Dann lass es mich dir erklären. Ich morde mit Leidenschaft und Liebe. Ich nenne mich professionell und vollführe meine Morde immer ganz bestimmt aus. Stellt euch vor, ihr geht in ein hübsches italienisches Restaurant. Sie produzieren Pasta und so. Aber was mit Chihiro passiert ist? Es wäre, als ob dieses Restaurant auf einmal Ragu und oder Koch Boyardee macht. Dies ist keine Kreation von mir. Lass mich das wiederholen in einer Art, die mehr Sinn macht. Es gibt zwei Unterschiede zwischen den Genozid-Jack-Fällen und diesem hier. Es gibt einen klaren Unterschied zwischen den Morden. In den Fotos der Genozid-Jack-Akte, die Genicke, die Bäuche, dort findet man den Unterschied. Erstens ist der Todesgrund anders. In den Morden von Genozid-Jack wurden alle Opfer auf die gleiche Art getötet. Laut der Akte wurden alle mit Scheren getötet. Bat Shihiro starb wegen eines Schlages auf dem Kopf, richtig? Aber Shihiro. Ah ja, das ist definitiv anders. Wäre es nicht seltsam, wenn jemand, der sonst immer auf die gleiche Art tötet, plötzlich seine Art ändert? Und es gibt noch ein störendes Detail. Das stimmt, in meinem Mordrezept, wenn die blutige Nachricht die Tortellini wären, wäre die Position der Leiche die Soße. Könntest du bitte aufhören, Mord mit Kochen zu vergleichen? Also sagst du, dass der Unterschied mit der Position der Leiche zu tun hat? Das stimmt, der zweite Unterschied hängt mit der Art ab, wie sie aufgehängt wurde. In den Fotos der anderen Fälle bohren Scheren die Hände der Opfer durch. Dort findet man den Unterschied. Erinnert ihr euch, was der Mörder benutzt hat, um Shihiro aufzuhängen? Sie haben eine Art Seil benutzt, um ihre Handgelenke zu verbinden. Worauf möchtest du hinaus? Nun, in den anderen Fällen der Genozid-Jacks wurde etwas anderes benutzt, um sie aufzuhängen. Und zwar Scheren. Und ich benutze meine eigenen speziell angefertigten Scheren für den Mord und die Position.
Wie gesagt, ich bin professionell, deswegen muss ich natürlich meine Werkzeuge mit Bedacht wählen. Und wisst ihr was noch? Big Mac sagte, dass es zwei Unterschiede gäbe, aber da liegt er falsch. Big Mac? Ich? Hör doch zu, Big Mac. Es gibt tatsächlich noch einen weiteren Unterschied. Hä? Oh oh. Es ist dir wirklich nicht aufgefallen? Guck dir genau an, was die Opfer in meinen Fällen sind. Dort gibt es ein Muster, das wartet, entdeckt zu werden. Ein Muster? Nenn es, und es wird so verdammt offensichtlich, dass ich dieses kleine Lolli-Mädel nicht töten konnte. Es gibt ein Muster bezüglich des Genocide-Falls, das und Chihiro passt nicht in dieses. Wenn man sich die Namen der Opfer genau anschaut, wird es kristallklar. Ich glaube, ich weiß es. Warum Chihiro nicht umgebracht haben könnte. Weil Chihiro weiblich war. Vielleicht, weil Chihiro ein Mädchen war. Na also. Na und? In allen Genocide-Jack-Fällen hatten die Opfer etwas gemeinsam. Sie waren alle Typen. Richtig, diejenigen, die ich mit solch einer Leidenschaft töte, sind süße kleine Jungen oder Männer. Ah, ich kann nicht glauben, es gesagt zu haben. Ah, es ist mir so peinlich. Alter, was geht denn hier ab? Ich kann nichts dafür. Ich liebe es einfach, mein anderes Geschlecht abzustechen, okay? Denn mit dem gleichen Geschlecht bin ich bereits zu sehr vertraut. Da Chihiro also ein Mädchen und kein süßer Junge war, konntest du sie nicht töten? Will ein italienischer Chefkoch auf einmal rar machen, dass sie beide schließlich Nudeln sind? Nein! Ich bin zu geduldig und leidenschaftlich mit meinen Werken, dass ich diese Regeln nicht brechen werde. Wir verstehen es, du hast gerade deine Freizeitbeschäftigung und deine Philosophie beschrieben, aber das ist nicht alles. Deine Regel existiert nicht, wenn du in einer Situation bist, wo du töten musst, um zu überleben. Schweig, Straßenköter. Straßenköter? Ich würde niemals so etwas Schreckliches wie das Überleben töten. Und selbst wenn ich jemanden für mein Überleben getötet hätte, warum würde ich die Nachricht und die Position machen? Das wäre doch tot offensichtlich. Das macht schon etwas Sinn. Zudem, egal was, ich würde niemals ohne meine geliebten Scheren töten. Wer würde denn so eine nervige Hantel zum Töten nehmen? Vielleicht hast du die Hantel benutzt, weil du keine normalen Scheren hier gefunden hast. Normale Scheren? Ich benutze keine normale Scheren, ich benutze nur meine eigenen hochqualitativen Mörderscheren. Das ist egal, trotzdem sind die nicht hier in der Akademie. Sicher? Da-da-da-da. Alter, sie ist voll bewaffnet. Das ist richtig, um jederzeit überall mauern zu können.
Warum würde ich zu einer Hantel oder zu einem Seil wechseln, wenn ich diese Lieblinge hier habe? Los, sag, dass ich lüge. Das könnt ihr nicht. Ihr Kettenhunde hier. Also, ich keine Ahnung, wie man den Knoten bindet. Also kann das auch nicht sein. Ich weiß nicht mehr, was hier vor sich geht. Könnte solch ein Serienmörder unschuldig sein? Aber die Leiche wurde wirklich aufgehängt, oder? Und niemand außer der Polizei wusste davon, richtig? Ja, deswegen dachten wir, dass es der echte Serienmörder wäre und kein Nachahmer oder so. Halt, es gibt eine Person. Eine Person, die Genocide Jack nachahmen konnte. Ich hab's doch gesagt! Ich sagte doch, es ist er. Byakuya. Byakuya, es ist möglich, dass du von so etwas wusstest, oder? Du hattest kein Problem, solch klassifizierte Dokumente oder polizeiliche Berichte zu begutachten. Zudem hattest du bereits die Genocide Jack-Akte durchgelesen, bevor all dies geschehen ist. Sagen Sie, dass Herr Togami schuldig ist? Dann wollte er Genocide Jack so verzweifelt als Mörder abstempeln. Weil er das Verbrechen auf sie schieben wollte. Deswegen modifizierte er den Tatort so, dass er wie einer meiner Werke aussah. Der süße Brillmann ist hinter all diesem so hot, so hot! Und Byakuya, irgendwelche Einwände? Verstehe, der Verdacht fällt also auf mich. Dann frage ich dich, wann ich begonnen habe, so verdächtig zu handeln. Sicherlich weißt du die Antwort. Jetzt, wo du es sagst. Die Art, wie du dich vor dem Finden der Leiche verhieltest, kommt mir auf jeden Fall etwas komisch vor. Und die Umkleidekabinen. Sie sind auffällig, aber auffällig, nicht wahr? Auffällig? Sehr auffällig, nicht wahr, Makoto? Hä, auffällig? Es scheint, als ob niemand diese Umkleiden bereits durchsucht hätte. Beginnen wir mit dem Mädchen. Du wolltest sofort in die Umkleidekabine der Mädchen. Aber da du kein Mädchen bist, sollte ich natürlich zuerst in die Jungenumkleide gehen wollen, nicht wahr? Wolltest du das sagen? Das Opfer war Shihiro, ein Mädchen. Deswegen bin ich natürlich zuerst in die Mädchenumkleide gegangen. Ich finde nichts komisch dran. Ganz im Gegenteil, es gibt etwas sehr Komisches. Na gut, und was ist so seltsam dran? Los, sag es mir. Es gibt einen offensichtlichen Widerspruch in den Worten Byakuyas. Ich werde sie entlarven, und zwar hier und jetzt. Noch eine weitere Mechanik, ist das denn jetzt? Zeitkugeln vorgestellt. Eine Zeitkugel kann mit prinzipiell einem Schwachpunkt nennen, der in einer Beweiskugel umgewandelt wurde. Dies geht, indem man den Cursor auf einen Schwachpunkt zielt und dann die linke Maustaste ein wenig gedrückt hält. Nach ein paar Sekunden fügst du diesem Schwachpunkt zu einem Beweis hinzu, die abgefeuert werden können. Eine Zeitkugel ist aber nur einmalig. Um sie ein weiteres Mal verwenden zu können, musst du dich erneut daran erinnern. Verwende also einen Schwachpunkt, um einem anderen zu versprechen. Das ist Konzept einer Zeitkugel. Wichtig hierbei ist, dass du Zeitkugel auf die widersprüchliche Aussage schießt, nicht anders. Wenn also die angegebene Weise keinen Schwachpunkt oder Widerspruch erscheint, sind die Zeitkugeln der Schlüssel. Um eine Zeitkugel wieder aus dem Beweis zu entfernen, kannst du sie einfach schießen und den Revolver rotieren. Das Zeitkugel-Konzept an sich ist jedoch unendlich nutzbar. Oh, Gottes Willen.
Das hört sich jetzt echt scheiße an. Zweite Monokuma-Akte. Also du behauptest, dass Byakuya sich vor der Entdeckung der Leiche seltsam verhalten hatte, richtig? Aber inwiefern? Wenn man die Möglichkeit, in der Umkleidekabine der Mädchen zu gelangen, besitzen würde, jedoch man diese ergreift, würde jeder Mann diese ergreifen. Das ist Fakt. Ist ekelhaft. Das Opfer war Shihiro, welches ein Mädchen war. Natürlich würde ich zuerst die Umkleidekabine der Mädchen betreten. Das andere wäre eine Zeitverschwendung gewesen. Was ist so seltsam daran? Ich wäre gerne mitgegangen. Alter. Das war schon. Byakuyas Kommentar bezüglich des Geschlechts. Dort ist etwas, was mich stört. Wie konnte er das wissen? Zeit, ihn zu fragen. Sich vor der Entdeckung der Leiche seltsam verhalten, aber inwiefern? Möglichkeit, in mich im Kleid zu gehen. Alter, ich wollte nicht. Oh Gott. Aber okay, das ist eine Zeitkugel anscheinend. Das ist Fakt. Zielt er hierauf ab? Nee. Das ist auf Awashihiro. Nein. Na, war dein Trinken Widerspruch, bla bla bla. Zweite Monokuma-Akte. Ist überhaupt, dass Byakuya sich vor der Entstehung der Leiche seltsam verhalten hatte, richtig? Aber inwiefern? Mich könnte um Kleidung mit der Mädchen zu gelangen sitzen, dann würde er den Mann, als Mann ergreifen. Alter, wie sie da steht. Geh weg. Das ist Fakt. Gedrückt halten. Das Opfer war Shihiro. Natürlich würde sich zuerst die Umkleidekabine der Mädchen mitsuchen. Das Opfer war Shihiro. Ist gerne mitgegangen. Das Opfer war Shihiro, das stimmt schon. Bezüglich des Geschlechts, das ist etwas, was mich stört. Konnte er das wissen? Aber inwiefern? Stimmt, ich kann ja vorspulen. Ja, das stimmt ja auch. Was glaubst du, was der Fehler vorliegt? Oh Gott, was ist denn, was soll ich denn jetzt machen? Warte, kann ich hier durchswitchen? Nee. Dass Byakuya sich vor der Entdeckung der Leiche seltsam verhalten hat. Aber inwiefern? Die Umkleidekabine. Halt. So. Was würde hier rauskommen? Hier würde gar nichts passieren. Das Opfer war Shihiro. Ah, warte. Das heißt, ich kann das hier nur eigentlich nehmen. Vorderentdeckung. Und das kann ich nur auf dich abschießen. Warum aber jetzt? Ach so. Er wusste ja nicht, dass Shihiro das Opfer ist. Oh Gott. Okay, jetzt war ich echt blöd gerade. Ich sag dir, was daran seltsam ist. Wir konnten nämlich die Identität des Opfers nicht wissen, bevor wir diesen entdeckten. Deswegen ist ein Argument, dass du wegen Shihiros Geschlechts zuerst in die Mädchenkleider gehen wolltest, schwach. Verstehe, eine gute Antwort, ich gebe zu. Interessant, wirklich interessant, Makoto Naegi. Weil deine Argumente sind noch nicht ausreichend. Hä? Was ist los? War es das? Sicherlich hast du noch mehr parat. Los, sag. Was ist mit Byakuyas Verhalten? Als ob er es ihm gar nicht interessieren würde. Ich treibe ihn gerade in die Ecke, aber er tut so, als ob es ihn gar nicht beschäftigt. Was ist denn, Makoto? Du bist doch noch gar nicht fertig, oder? Du musst noch mehr kommen. Da musst du noch mehr kommen. Ja, glaube ich. Natürlich gibt es mehr. Denk darüber nach. Wir haben gerade über den Unterschied zwischen diesem Fall und dem Genozid-Jack-Fall diskutiert. Der Beweis, den du suchst, findest du dort. Oh, ein Beweis, dass ich der Täter bin? Der Unterschied zwischen den Fällen. Der Beweis, der Byakuya als Mörder entlarvt, das ist der... Dort ist er versteckt, dort kann ich ihn finden.
Pultlampe. Was die Unterschiede der Fälle? Ich soll es nochmal erklären? Wenn ich zum Töten benutze, ich besondere Scheren. Und die gleichen nutze ich auch, um die Leiche zu positionieren. Aber Shihiro, sie wurde doch mit einer Art Seil aufgehängt, nicht? Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ist das Seil wirklich, wirklich verdächtig, ja. Hey, Byakuya, woher hast du das? Hä? Ich kenne dieses Seil nicht. Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass du es bereits gesehen hast. Weil dieses Seil kein Seil ist, sondern ein Verlängerungskabel. Was, ein Verlängerungskabel? Byakuya, du hast es bereits mehrere Mal in der Bücherei benutzt, richtig? Und genau dieses Kabel verschwand nach dem Mord aus der Bücherei. Es kann einfach nicht sein, dass jemand, der es so oft benutzt hatte, diesen Fakt übersieht. Dann muss Byakuya dieses Verlängerungskabel genommen haben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das denkt ihr wirklich? Das ist euer Fazit? Eure Schlussfolgerung? Ich töte Shihiro in der Mädchenumkleide, hing sie auf, schrieb die blutige Nachricht. Ich habe wissentlich den Tatort an Genocide Jack Fälle angefasst. Ist das richtig? Schon wieder. Er ist völlig ruhig, entspannt. Als ob er gar nicht involviert wäre. Warte, nicht involviert? Was ist? Ich frag dich, ob dies geschehen ist. Na klar ist das passiert, das war es ja also. Byakuya ist der Killer. Ich stimme dem nicht zu. Er nannte dies ein Spiel, mehrere Male, richtig? Deswegen würde er so etwas tun, um zu gewinnen. Sorry, aber können wir keine vorherigen Schlüsse ziehen? Ich glaube, es gibt noch mehr. Ja, wirklich? Aber wir haben schon entschieden, wer es war. Vielleicht, aber trotzdem. Es gibt etwas, das mich stört. Ach, und was stört den mächtigen Detektiv? Ich habe sie in der Mädchenkleide getötet und mein Verbrechen verschleiert. Genau gesagt habe ich den Tatort meines Verbrechens nach dem Werk eines verstörten Serienmörders aussehen lassen. Was stört dich daran? Warte. Was war das gerade? Etwas stimmt hier nicht. Aber was? Was stört mich? Was? Shihiros Körper wurde definitiv in der Mädchenkleide gefunden. Aber könnte es sein? Könnte ich Byakuyas Worte hier wirklich trauen? Nein, etwas stimmt hier nicht. Der Tatort. Du sagst, dass du Shihiro in der Mädchenkleide getötet hast, richtig? Aber bist du dir sicher? Hätte der Mord nicht woanders stattfinden können? Wie enttäuschend. Was für eine Frage ist das? Selbst in einer Welt der Enttäuschung ist dies ein Sahnehäubchen auf der Torte. Sie wurde in der Mädchenkleide gefunden. Tot. Da kann man nicht in Frage stellen. Es gibt keinen Zweifel. Wo hätte der Mord woanders geschehen können? Ich glaube, dass es sehr gut möglich ist, dass sie woanders getötet wurde und dorthin hingeschleppt wurde. Der Tatort im Schlepptau. Den Tatort im Schlepptau? Dies ist sehr spezifisch. Bitte sag mir, dass du einen Grund dafür hast. Ich glaube, ja. Hey, Byakuya, habe ich ihn gerade überrascht? Als wir plötzlich den Tatort selbst besprachen, wurde Byakuya, der so selbstsicher vorher war, auf einmal nervös. Vielleicht sah er ein, dass der Mord tatsächlich woanders hätte geschehen können. Hey, du darfst ohne meine Erlaubnis nicht so fortfahren. Was meinst du damit, dass sie woanders getötet wurde? Makoto? Wenn es auch nur eine Promille Chance gibt, dass der Mord woanders geschehen ist, dann zeig mir den Beweis.
ein Beweis, dass der Mord woanders geschehen ist. Da gab es etwas, das in der Umkleide jeweils ausgetauscht wurde. Die Poster. Aber auch der Teppich. Der Beweis des Mordes. An einem anderen Ort sind die Poster, die in den Umkleiden hängen. Dein Beweis sind einfache Poster? Das Poster einer Mädchenumkleide war ein Foto eines Supermodels. Aber ist dies nicht seltsam? Warum würde ein Mädchenumkleide solch ein Poster haben? Ich wette, dass die dicken Monde der Fake sind. Ja, indessen in der Ungenumkleide hängt ein Poster einer berühmten Boygroup, Tornado. Erneut scheint es so, als ob diese nicht in die Umkleide passen. Also deutest du an, dass hier Poster ausgetauscht wurden. Und es gab noch eine Sache in den Umkleiden, die mich beschäftigt. Sakura, du weißt, wovon ich rede, oder? Du meinst meinen Proteinkaffee, ja? Proteinkaffee? Als ich früher in der Mädchenumkleide gewesen war, ließ ich aus Versehen ein wenig Kaffee auf den Teppich. Aber nach dem Mord ist mir aufgefallen, dass der Teppich gut gesäubert wurde. Nein, nicht gesäubert. Er wurde bewegt. Der Fleck wurde auf keinen Fall gesäubert oder entfernt. Ich habe ihn auf dem Teppich der Jungumkleide wiedergefunden. Das ist hundertprozentig der Fleck meines Proteinkaffees. Dann wurde der Teppich auch ausgetauscht. Aber warum? Um den Tatort in die andere Umkleide zu befördern. Das ist plausibel, nicht? Was? Anders gesagt, um den Tatort woanders hinschieben zu können. Wurden die Poster, die Teppiche und letztendlich die Leiche dorthin verschoben. Der Mörder daraus folgend war in der Lage, den kompletten Raum des Mordes zu verändern. Ich kann sicherlich deiner Behauptung folgen, aber warum will der Täter so etwas tun? Was? Warum würden sie den Tatort wechseln? Was würde er daraus gewinnen? Meine weitere Frage. Wenn der Mord tatsächlich in der Jungenumkleide geschehen ist, wie konnte dann Chihiro überhaupt in diesen eintreten? Um in die Umkleide gehen zu können, muss man ein E-Handbuch über einen bestimmten Kartenleser halten. Aber Chihiros Handbuch hatte nur Zugriff zu den Mädchenumkleiden. Sie hatte nie Zugriff zu den Jungenumkleiden. Nein, sie hatte Zugriff und ich kann es erklären. Das bezweifle ich stark. Still, ich sag euch jetzt, wie es hätte gehen können. Kann es sein? Hat er recht? Konnte Chihiro wirklich in die Jungenkleide gelangen?